Ja, heute geht es um das Thema Spiegelgesetze. Das heißt, wenn ein Thema in deinem Leben ist, was dich berührt, was dich verletzt, was dich kränkt, dann kannst du dir den Spiegel hinhalten und sagen, okay, das ist jetzt mein Spiegel, was hat es mit mir zu tun? Und wenn du vielleicht jetzt gerade im Außen Ablehnung erlebst, jemand lehnt dich ab, vielleicht dein Partner, dein Kind, deine Eltern, Kollege, dein Chef, dann ist das erste Spiegelgesetz zu schauen, wo lehne ich mich selbst noch ab? Zum Beispiel meinen Körper oder eine Charaktereigenschaft von mir oder ein Verhalten, zum Beispiel, dass ich immer unpünktlich bin oder dass ich vielleicht immer noch schnell wütend werde, wenn vielleicht nicht aufgeräumt ist. Also einfach etwas, was du selbst in dir noch ablehnst, was dir selbst an dir nicht gefällt. Zweites Spiegelgesetz ist, was du an anderen ablehnst. Also zum Beispiel, dass du deinen Vater noch ablehnst oder deine Mama ablehnst oder abgelehnt hast. Deinen früheren Partner, deinen jetzigen Partner, deine Kinder, deine Kollegen, deine Chefs. Also wo lehnst du jemanden ab, wo der quasi wie so ein Spiegel ist? Also du hast Selbstablehnung erfahren, jetzt zu schauen, wo lehne ich denn selber ab? Und damit in Heilung zu gehen. Und für mich ist natürlich mein Weg, ist die Vergebungsarbeit, das Ho'oponopono, zu schauen. Und im zweiten Spiegelgesetz, es tut mir leid, oder ich erkenne, dass ich meinen Vater noch ablehne. Ich verzeihe mir, bitte verzeih du mir, Papa. Ich liebe dich. Ich liebe mich. Danke für die Heilung in mir, in uns. Und ganz wichtig ist immer, ganz ehrlich zu schauen. Wenn du spürst, ich kann meinem Papa noch nicht vergeben oder ich kann die Liebe nicht spüren, das wirklich so zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel, es tut mir leid, Papa, dass ich dich immer noch ablehne. Bitte verzeih mir, dass ich dir noch nicht verzeihen kann. Ich liebe dich, auch wenn ich es noch nicht spüren kann. Danke, dass jetzt Heilung in mir geschehen darf. Und so kannst du schauen, alles, was aus dir kommt, alles, was du noch ablehnst im Außen. Es tut mir leid, dass ich meine Mama noch ablehne. Bitte verzeih mir, Mama. Ich liebe dich so sehr. Danke, dass jetzt Heilung in uns beiden geschehen kann. Ich liebe mich, ich liebe dich. Danke für die Heilung in uns beiden. Und so kannst du einfach schauen, wo in deinem Leben hast du abgelehnt, wo lehnst du immer noch ab und wo kann Heilung in dir geschehen. Und zum nächsten Post kommt das Spiegelgesetz Nummer 3. Das ist ein ganz spannendes Spiegelgesetz. Und wenn du Lust hast, dann praktizierst du auch gleich mal aus und schau, was sind deine Themen. Wo ist jemand ein Spiegel für dich? Wo zeigt sich ein Thema, wo du gerne noch in Heilung bringen möchtest? Und wenn du die Unterstützung wünschst, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin gern für dich da. Alles Liebe